Ihr seht, ihr seid in Staffel 10, weil Benny schleudert mir nämlich gerade ein. Das genau. Ist jetzt zwar nicht jugendfrei, da bin ich aber wieder. Ich stehe, oh, ja, ja. Ich habe wieder ein Stehen. So, okay, wir sind, wir gehen nachher auf damit jetzt. Das hat die eben schon die Kim gemacht. Mann, ey! Boah, bin ich Profi. Es macht einfach keinen Spaß. Sie werden immer gemobbt hier. Ich habe übrigens keine Klamotten dabei, weil ich ja in der letzten Folge ein Bad-Travel gemacht habe. Da müsstet ihr mir kurz was stellen, weil wir wollen versuchen, trotzdem ach, mal den Smog zu zähmen. Ich denke mal, ich kümmere dich da mal drum. Oh, ey, ein Smog-Film, ey. Ihr macht mich fertig. Immer, das ist ein 104er, wenn der einfach da so rumläuft. Der und ist doch 116 oder irgendwo. Und den möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mit Brand, Hand und Brand zähmen. Warum nicht? Stellt sich ja was an, ey. Das Vieh tötet alles, das kriegt ein Karnoll. Also, der hat mich einmal gebissen. Hand auf die Schulter und dann ist gut. Also, er hat mich einmal gebissen. Das nicht, ja, das zählt nur für Dinos, jetzt nicht für Menschen. Das mit dem One-Shot. Und das ist auch eine spezielle Attacke. Achso, aber er hat mich jetzt einmal gebissen und stand und sie saß auf dem Petri, Level 73. Und da habe ich habe wirklich null Schaden bekommen. Ja, also theoretisch, das Thema ist jetzt gar nicht so. Eule, kannst du Tore? Biomod. Ja, ich glaube. Ja, dann bastel du mal einfach so eine kleine Viererfalle mit Biomotoren, easy. Aber die sind doch passiv, oder nicht? Also passiv. Nein, auch glaub doch nicht, was Kim nein. Mir erzählt. Wie willst du das Ding passiv zähmen? Hier, nimm! Arm ab! Ich nehm wieder was, nächstes Arm ab. Wenn Kim das sagt, ist es kein Vertrauen. Dexinchen? Amphitheon, das ist doch das Vieh, was ich sage. Ich finde, das ist die Akuma ist ja auch irgendwie ein Clown, ne? Ich reite Nacht bei mir unten am Wasser. Auf einmal sehe ich plötzlich riesengroßen Bären bei mir unten am Wasser. Keine Ahnung, so ein ganzes Rudel. Und das waren diese Amphi-Dings da. Die Akuma, geh bloß nicht in die Nähe, da stirbst du. Und was macht sie? Die lässt sich schon das zweite Mal von den Dingern killen, plus Dinos. willst du auch eine Metallrüstung haben? Ich brauche irgendwie was Waffiges. Was passt du dir gerade noch einen Armbrust nehmen? Für die Leute, die jetzt die Stimmen jetzt nicht kennen, einmal, das hier ist der Grounded, das ist der Benny. Schlag mich nicht, oder kriegst du immer Pfeil im Kopf. Dann irgendwo läuft gerade die Eule rum und die Kekself ist ja auch noch mit uns bei uns im TS. Sie spielt zwar gerade nicht mit, aber sie ist mit uns im TS als moralische Unterstützung. Ja, ich soll den Glücksbringer mimen. Obwohl ich mir da noch nicht so sicher bin. Sechs Armbrust habe ich hier reingepackt. Okay. Oh, Metallrüstung wird gecraftet. Willst du auch eine? Ja. Mit Metall, ja, nehmen wir einfach die ich jetzt mache. Metall ist jetzt nicht so das Ding. Die eine Farmtöte ist immer noch nicht alles durch. Metallrüstung, diese Metallrüstung ist eigentlich die Rüstung, die ich am meisten anhatte bei Ark. Ich habe ja eigentlich immer die grüne Rüstung angehabt, immer. Metallrüstung habe ich immer an. Ich finde die Metallrüstung passt einfach. Außer wenn du wirklich richtig hart im Endcontent bist, dann ziehst du Attack an. Ich bin nie so großer Tech-Fan gewesen. Ich habe übrigens 120Narkosemittel mitgenommen. Das wird an den Pfeilen wahrscheinlich. Hallo, Mr. Krabs. Mr. Krabs. In den Pfeilen. Ich habe zu Hause Krabby. Mach mal noch zwei Armbrust extra. Also, Eule, auf jeden Fall. Wir bauen eine Wiederhalle. Wir bauen eine. Einfach steckt doch mal Beomotörchen. Also. Und zack rein da und dann sehen wir das Video. Dann geht das. Aber den jetzt hier so von wegen, wir rennen dem hinterher oder so, nee. Warum nicht? Also, ja, Dex geht vor und ich renne dem hinterher. Das ist okay. Du hast das falsch verstanden. Wir rennen ihm hinterher, hast du gesagt. Bist du dir ganz sicher? Benny, brauch Holz. Wir fahren weg. Mach ich. Benny, ich brauche mindestens Munition für die Waffe, die du mir gegeben hast. Ja, ich bastel dir erstmal Werkzeug, kannst du farmen gehen und ich mach dir noch Munition. Ich geh doch nicht mit Werkzeug farmen, hallo? Wie gehst du? Möchtest du noch mit mir diskutieren? Du hast doch bestimmt so ein Kamerasaurus, oder? Ja, steht drüben. Dann geh ich den ganz kurz holen. Petri, wo bist du? Peter! Jo, Peter! Jo, mein Peter! Ist gut, bleib hier, Dex. Was denn? Ich hab gerade die Reste aus den Dings zusammengekratzt, vielleicht aus. 5 Tore, 2 Türen. So, ich stell 1000 Pfeile her. Ich krieg grad irgendwie Level Up ohne Ende, was ist denn hier los? Was denn? Du bist bei den fleißigen Leuten hier auf dem Server.
Also Eule und ich bin nur der. Das hast du aber gut gesagt. Eule und ich bin nur. Ich bin der, der da ist. Ich bin der Zähmer. Ich wollte eigentlich in dieser Folge mein Haus weiterbauen. Und jetzt bin ich dann hier. Bist du wieder bei uns. Ja. So, das ist. Geht aber gar nicht. Mark! Also ich stelle jetzt erst noch eine ganze Ecke Pfeile her. Mach das. Wirklich. Ach, irgendwie Gammelfleisch. Irgendwie ist unser Gammelfleisch rar. Warte, dann machen wir. In meine Kaulquappe rein. Die müsste noch eine ganze Ecke Fisch, glaube ich, haben. Da tut auch noch ein bisschen was. Wir können doch irgendwo Fisch Fleisch rausholen, kurz splitten und hier kann ich Dings da. Oh, nichts drin, okay. Ja, hier. Hier, Dex, kannst du mal mitmachen. Warte, ich nehme. Ich stack das mal ganz. Mach das mal ganz so. Ach, ich nehme einfach alles so. Der wird schon nicht verhungern, der Kerl. Oh. So. Machen wir das auch noch? So, ich habe jetzt 50 Betäubungspfeile, 100 Steinpfeile. Ich habe noch gar nichts. Und wenn wir damit durch sind, kann ich Darts. Ich habe, glaube ich, gerade das Fleisch ein bisschen zu schnell gesplittet. Warum? Mein Arc hat sich ausgehangen. Oh nein! Das kann nicht sein, das ist nur wenn du da bist. Ich habe heute einen halben Tag Arc gespielt und wenn du da bist, hängt sich das Spiel auf. Das ist ein Fluch. Was ist denn das? Ich habe jetzt auch gerade gesplittet. Und, wo schmeiße ich das Gammelfleisch rein? In den einen der Mörser, in den hier vorne. Okay. Nicht unbedingt beim Herstellen, das machen sie dann vielleicht. Also das ist mal nicht abgestürzt, das läuft auch noch. Aber ja, ist ja immer so bei dir. Nö, also selbst im Taskmanager steht nicht als inaktiv. Guck mal, wie der hier steht. Guck mal. Eingefroren vor seinem eigenen. Eingefroren vor seinem eigenen Glas. Eisklumpen hier. Freeze. Deckschild einfach nur. Ne? Du siehst so aus, als ob du mich tätschelst auf dem Kopf. Das sieht ja super cool aus, aber ich schmeiß mal hier den weg. Guck mal hier, Eule. Muss ich das mal angucken? Naja, bei mir liegt der halt schon, ne? Nee, bei mir steht der. Nee, und bei mir schläft er schon. Warte, der geht mir gerade mit der Arm auf die Schulter, sieht lustig aus. Diese Gespräche sind immer wieder eine Offenbarung. Bei mir liegt er, bei mir steht er. Ja, liegen wäre ja ein bisschen schwer, ich weiß ja nicht, außer natürlich, du hast einen riesengroßen Brecher da und dann würde er da unten liegen. Das ist ja etwas anderes. Long dieser Silber. Mr. Krabs, wie der hier durch die Gegend fliegt, ne? Eine Fresse ist das anstrengend. Das hasse ich bei dem Motto dafür sowieso. Also ich finde das jetzt gerade lustig. Der Benny steht, aber der hat so eine Hand nach vorne. Das sieht so aus, als ob er die Hand auf die Schulter legen würde, jemanden. Und das macht er gerade bei mir. Und wir gucken uns ganz romantisch in die Augen. Das ist so romantisch. Das muss sein. In meinem Inventar. Bei 1000, glaube ich, noch. Da muss ein Screenshot von machen. Das muss halt Thumbnail für diese Folge nehmen. Das Problem an Thumbnails ist ja immer, sobald das Thumbnail ein Foto hat von einem Bau oder von irgendeiner Person, dann guckt das keiner mehr. Es muss immer Action und Blut und Mörder und Totschlag sein. Achso, siehst du, ich hab in den Kommentaren von der letzten Folge, wo das jetzt hat irgendwer gefragt, ob ich einen YouTube-Account habe. Ja, habe ich, aber da sind keine Videos oben. Also alle, die mal oben waren, sind auch privat gestellt. Ja, also er hat, ist nicht mehr bei YouTube, sondern YouPorn ist er jetzt nur noch unterwegs. Ja, erfolgreich, hallo. Meinst du, warum Ark immer crasht, weil er im Hintergrund die Videos hochlegt? Ja, das ist dauernd schon 24. Schau mir in die Augen, Kleine. Was machst du hier? Ich guck dir nur in die Augen! Aua! Manu. Oh, ich will eine Peitsche. Aber ich habe noch ein berüchtigtes Video, wo Metal Rage quittet ist, wo wir gespielt haben. Aua, Eule, schnell hol mich hier raus! Er hat mich! Friss ihn, Fluffy! Wenn das Fluffy ist, wie heißt denn, wer ist denn dann bitte bei dir Brutus? Brutus ist denn der Smog? Bei mir auf der Schulter ist Brutus. Der ist wirklich Brutus? Nein, der hat zu wenige Schultern, weil ich ihn eigentlich zurückgelassen habe. Olle, dann weißt du Bescheid, ne? Sobald wir den in den Speedrun da haben, dann zu wenige Schultern, dass wir das Vieh reiten können. Nee, nichts hier mit Speedleveln. Das machen wir hier auf diesem Server nicht. Aber ich möchte den reiten. Ich bin sowieso schon wieder die höchste vom Level, obwohl ich nur baue. Das ist ja das. Du bist nicht die höchste vom Level. Nicht? Nee. Oder? Doch, der Stone ist, glaube ich,
doch, ich glaube 58 ist der, also bist du der höchste vom Level, ja. Müsste doch im Tri-Block stehen, oder? Nee. Ah, nee. Weiß ich nicht. Und der Benny fürs Nichtstun ist schon 59. Das ist ja auch mal gar nicht was. Das heißt, der steht immer daneben, wenn ich irgendwas tue. Erstens das, zweitens fresse ich mich auch durch die Gegend wie ein Blöder. Der kommt dann so mal so rein, so. Warte ich kurz, mach mal so. Sieht dann plötzlich, dass er Punkte in die Nähe bekommt und so. Hallo Eule, ich hab dir was mitgebracht. Hier, ja, Kuchen. Genau. Und erzähl doch mal, wie war denn dein Tag? Hallo, hast du auch die Folge von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gesehen? Ich gehe hier auch von los, ja, um dann die zu holen. Ja. Das ist schwere Arbeit. Ja, ich war schon am überlegen, ob ich den einen Megalania mitnehme bei der Waterkies. Oh. Den hätte ich echt gern mitgenommen, aber die sind halt leider... Ja, aber nur um ihn als Deko an die Wand zu hängen. Ja, an sich sind die halt leider zu nutzlos. Das ist schade für mich. Ja. Sind echt schön. So, was denn jetzt mit deinem Arc, Benny? Ich stocker nö, ich muss ja eh noch Betäubung erstellen und alles. Naja, ich hab jetzt also, mittlerweile... Also, von der Wiki her, wenn ich noch richtig im Kopf hab, ist es ein Giga. Ich hab jetzt 240 Betäubungspfeile. Okay, ich mach mir grad 100. Das wird, glaube ich, reichen für mich erstmal. Claudia, also, ich würde sagen, wir brauchen so Minimum 1000. Meinst du? Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist der von der Beschreibung her wie so ein Giga vom Torpor. Kannst du noch keine Darts mit? Auch im Level müsstet ihr doch Darts können. 62, ein Level fehlt. Sonst hätten wir ja schon Darts mitgenommen, aber hätten wir heute auch nicht so viele machen können, weil da denn wieder das Schießpulver fehlt. Da habe ich ja sogar eine verbesserte Flinte für, die ich gefunden habe. Ich glaube gerade. Ja. Ach, vielleicht wird die Eule doch ein Level, bevor wir überhaupt lustig. Ja, ich stell hier einfach mal Darts mit. Was ist hier drin fehlt in dem Haus? Ja. Fenster. Ja, die kommen noch. Ich habe zu wenig Kristall. Hier kommen noch also Glaswände rein. Langsam. Oh, aua. Langsam wird's. Aua, voll die Beule gehauen. So wie sich das vorher sah ich hübsch aus. Jetzt habe ich eine Beule. Okay. Langsam wird's wieder. Langsam kriegt er wieder seine Maude. Ja. Ich mache mal die andere Pfeile auch noch mal fertig. Wir machen mal Folgendes heute. Ich mache mal hier so einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Abschnitt. Wenn der Benny dann irgendwann, ihr kennt das ja, wenn der Benny irgendwie irgendwann Probleme hat mit Ark, dauert das dann meistens 6 Folgen, bis er dann wieder online ist. Ja. Dann sind wir schon auf Valguero und haben dort auch schon unsere... Ich bin halt ein Rentner. Dein Rechner ist ein Rentner. Ja, das auf jeden Fall. Und dein Internet ist eine Granny. Mein Internet, ich erinnere dich an die Fallout 76, Peter. Wer war da eine Stunde früher fertig? Du warst eine Stunde vorher fertig als ich, meinst du? Ja. Weil du, zwei Stunden vorher angefangen hast, oder warum? Nein, wo der Bug war und wir das alle nochmal neu downloaden mussten. Okay. Da haben wir das dann nochmal gemacht, da hast du ja den Stream dann noch ausgemacht. Und bei mir war das innerhalb von einer halben Stunde fertig und bei euch hat das irgendwie noch anderthalb Stunden gedauert. Ach so, ja, da hat mir mein Don-Onkel hat mich angerufen und gesagt, ich habe die falsche Leitung schneller gemacht. Das war's. Ja, passiert. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hallo. Da sind wir wieder. Der Tünchen und Benny hat kurz Windows neu aufgelegt. Ja, wir sind jetzt im Jahr 2024. Er hat wieder Windows 98 installiert. Jetzt läuft alles wieder gut. Ich mache jetzt für 6 Armbrüste. Also was machst du da, Eule? Was machst du da? Windows neu aufsetzen. Ich bin der Ladekreis. Den musst du aber mehr stottern, wenn es 98 ist. Mehr stottern kann ich nicht! Aber bei Windows 98 gab es keinen Ladekreis, da gab es einen Ladebalken. Keine Ahnung. Hm. Dex, nimm dir hier mal noch Armbrüste raus. Brüste, mit alles was mit Brüste, bin ich gerne dabei. Ja, mit so. Wie nehme ich denn Gifty? Nee. Wie gesagt, ich nehme den Petri von uns, weil Petri sind eh kacke. Ich nehme den Dexy Popcorn mit.
Petri, nee, lass mich schon nachholen. Ich würde sagen, wir zähmen das Vieh, dann fliege ich mit Petri nochmal kurz nach Hause und komme nochmal mit dem so ein Ding. Also, zähmen, ja, wir betäuben das Vieh. Meinst du, der wird uns fressen? Ja, niemals. Ich würde ihn da lassen. Die Viecher sind, wie gesagt, echt relativ sehr rar. Also. Vor allen Dingen haben die Leute ja geschrieben, Dex, bei Minute 33, ein Drittel oder sowas, da bist du an einem Panda vorbei. Die Minute habe ich mir da wirklich dann mal zwei, drei Mal angeguckt. Ich habe es noch nicht mal in der Wiederholung gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sogar Pause Wind gedrückt. Zwei, ja, wenn du stirbst, ich glaube. Ich fliege mal Petri. Wir haben auch noch einen Hera, Alter, also von daher. Ja. Habe ich eigentlich mein Herrera bei euch gelassen? Ja, der steht hier grün sogar. Mitgegeben. Und Metal ist damit dann zu uns gekommen. Auch Herrera. So war das. Doch, ja. Die steht ja hier sogar von der Tür. Ich bin bereit, ich fliege mit Petra. Hast du die Tore und so? Die Tore habe ich. Ja, dann, ich weiß halt nicht genau so wohin. Direkt auf den Metallwerk. Oh, warte, eine Idee habe ich noch. Was wenn es das eventuell, Ja. Die fliegt ja weiter, ne? Ja, kann schon mal vorlaufen. Der Dex kann eigentlich auch schon mal losgehen. Ist bloß einmal kurz in der Werkbank verpassen und dann geht das. Sollen wir den 104er oder habt ihr gesagt, das waren 116er noch irgendwo? Dann machen wir ja direkt den leer. Den großen. Und dann machen wir den 116er. Wenn er denn da ist. Welche Farbe hat denn der gehabt? Der war grünlich oder so. Ich habe leider kein Fernrohr dabei, weil ich habe kein Fernrohr dabei. Ich hab. Der andere ist ungefähr 35. Also zum Metallberg, ne? Nee, wenn wir den großen machen wollen, dann nicht der Berg im Redwood, sondern der Berg neben dem Vulkan. Neben dem Vulkan, also auf die andere Insel. Ja. Okay. Neben dem Vulkan? War, ja, ja. Also nicht hier im Redwood, okay. Nicht hier im Redwood. Hier im Redwood ist der 104er. Weil der Berg neben dem Vulkan mit dem Eisen müsste doch der in der Nähe vom. Hinter der Distanz sein, ne? Hinter dem Dungeon, oder? Ja, genau. Oh, ich glaube, ich habe den Konkave gefunden, den 64er, ja. Du weißt ja, dass mein Petri nicht mal 3 Meter fliegen kann. Ich muss wieder Pause machen. Ich will den Huhn jetzt. Und wir können auch den 104er erstmal probieren. Wir wären mir, glaube ich, sogar ein bisschen lieber, wenn der nicht die ganze Fitore oder mir ist es Wurst. Einfach mal den. Wollen wir lieber den machen, Eule? Dann jetzt im Rap. Weil ist halt auch nicht so weit weg. 104, 116, ich glaube, sind wir den jetzt nicht den. Nicht unbedingt. So, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich den sonst gekraftet habe. Aber was? Müsste, glaube ich. Benni, was ist denn das hier vorne? Siehst du den da, der gerade ja. So abgeht? Ja, ich hab ihn. Das ist der eine, der uns den Berg hochgejagt hat, wo dann auch mein Arc gecrashed ist. Also das ist aber nicht der, ne? Das ist doch nicht der Smog, oder doch? Nee, das ist nicht der Smog. Das ist ein Kartodontosaurus. Vorsichtig hier. Oh, hier ist ein neuer Agi. Hier ist ein Tylakuli am Baum, also aufpassen. Ja, Dex, da ist so ein Agi, der gerade diesen Riesen da angreift. Das sind die neuen aus der Mod. Ah, ich hab immer gedacht, die sind so. Oh nein, ich meine, Petri hat keinen Power mehr und ich lande genau neben dem. Oh nein. Ja, neben dem. Ja, aber wenn der mich sieht, weiß ja. Die haben ja so eine Aggro-Range und die machen 3 Schritte, dann sind sie neben dir. Ich bin über dem. Der da vorne? Der da vorne? Das ist nicht der Smog. Nee, das ist der nicht. Das ist der Giga-Verschnitt, der kleine. Ja, der ist auch bloß Level 12, also. Ja. Einmal ganz hoch auf den Berg. Richtig, und dann auf der anderen Seite runter, dann ist er da. Genau. Das aber vorsichtig, ihr fliegt ja. Ich glaube, Sokus, den, Basilosokus, der ist auch Level 4, also den wird sie wahrscheinlich sogar. Matsche-Patsche. Ich bin jetzt erstmal vorhin weggelaufen. Okay. Also ich habe eine große Bärenfalle mitgenommen. Das könnte gehen, ja? Ja, ich habe extra nochmal geguckt, die laut der Wiki, wo ich mir da immer auch nicht immer so sicher bin, weil manchmal sind die Infos da ja auch immer so ein bisschen, naja, aber laut der Wiki wird er damit gefangen. Also die Wiki, da drin stecken. Die Wiki wird ja, nicht, also die Mod wird mehr aktualisiert als die Wiki selber.
Ja, deshalb, es kann sich auch geändert haben. Deshalb bin ich so ein bisschen verunsichert, weil eine Art habe ich jetzt gelesen, er frisst normales Fleisch, aber auf der anderen davon nur die Muskel. Ja, gut. Falls es schief geht, machen wir es das nächste Mal mit da. Also hier habe ich den gesehen gehabt. Oh, hier ist noch ein Tyrkuleo. Boah, ich bin aber jetzt ganz, ganz nah an dem vorbeigeflogen. Pui. Hier unten. Ich habe das Gefühl, die springen immer. Hier ist er. Nicht. Oh, das habe ich, weiß ich jetzt nicht. Also bis jetzt. Hier, bei mir ist er. Schön rot-schwarz. Ach da. Also ihr dürft eigentlich gar nicht hier hochkommen. Wir könnten eigentlich hier so wunderbar landen und schießen. Nee, der kommt da nicht. Nee, ich bin da vorhin vor ihm weggelaufen. Würde ich, glaube ich, aber lieber nicht. Ich würde es lieber auf die Safe-Tour machen und den einfach einsperren. Weil nicht, ich sag mal, also wenn wir den jetzt von hier oben abschießen, und er würde hochkommen, weil einfach, er kann ja eine Seite hoch. Irgendwann ist die Wegfindung da und er kommt dann einfach hier hoch. Ist halt wirklich so. Das habe ich schon bei Gigas oft genug festgestellt. Die backen so lange an einer Stelle rum und irgendwann finden sie dann den Weg. Da bleibt er jetzt stecken, aber rechts und links kann er hoch. Das ist das Problem. Wie machen wir das jetzt mit der Falle bauen? Ja, wo bauen wir die hin? Wir bleiben hier und die Eule geht jetzt runter von hinten und baut da. Okay. Die Richtung, schön, dass er gerade runterspringt. Hier, die Richtung, wo ich geflogen bin, Eule, würde ich sagen. Ja, hab ich gesehen. Ich gehe da, aber ich möchte gerne noch hier oben lang gehen. Mach das. Ihr sagt mir, wenn er von euch weggeht, ne? Ein Deck sagt, weil ich baue hier gerade ein paar Steinchen ab. Ich stehe direkt vor dem. Ich sehe sein Köpfchen. In den Stein gucken. Das mit der Bärenfalle macht Sinn heute nochmal. Ziemlich nah. Ihr seid mega nah. Der dreht sich ja jetzt um und jetzt kommt er zu euch. Achtung. Nee. Nein, noch ist er auf mich fixiert. Ich glaube, wir sind aus seiner Red Range gerade raus. Der möchte noch. Der ist so nah. Er ist so nah. Du kannst doch noch ein Stück weiter nach hinten, Alter. Also. Ja, ich bin schon ein Stück zurückgegangen. Ich bastel dann bloß die. Ich klatsche die Bärenfalle halt in die Mitte. Das ist ja außer Gefecht ist und dann hat man halt genug Zeit an sich. Das wird hier nichts, das ist zu steil. Alles zu schräg, ne? Ansonsten bringen ihn doch weiter. Geht er weiter unten in den Red Hot Forest auf den braunen Boden. Ja, das kannst du auch, dann hast du es halt. Jetzt komm mal mit Benny. Ja, das wird das dann lebendig. Ja, das ist gerade eben. Boah, wie weit müssen wir denn runter? Das ist alles schief hier. Richtig. Ich sag erstmal für die Folge hier mit einem schönen Smog hier und unter mir. Hier kannst du es hinbauen. Bis zur nächsten Folge. Wo bist du? Und dann werden wir das dann irgendwie schon schaffen, den da rein zu buxieren. Bis denn dann. Ganz gemütlich hier auf dem Berg und unter mir steht er. Und ist voll wild. Ach, hier kannst du hinbauen.